herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Herzlich willkommen bei Sommerhaus der Psychosen. Hier ist das Original seit jetzt das dritte Jahr. Wir reagieren auf das Sommerhaus natürlich. Das ist ja hier, wie sagt man dazu, wir sind das Urgestein, ja? Hier ist das Urgestein meines Kanals. So begann eigentlich die Reaction-Zeit auf meinem Kanal. Deswegen nehmen wir das natürlich mit rein. Und vor allen Dingen, ich habe mir Folge 1 ja schon komplett angeguckt und dachte mir so, oh mein Gott, das ist so. Ich dachte erst, die Cast ist super schlecht und es nervt mich. Und wenn hier die Geräusche im Hintergrund, die bauen hier. Nebenan, ja, bitte verzeiht. Die Cast dachte ich, ist kacke, nervt mich und so, aber die erste Folge, ja, ist gut. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Lasst uns einfach starten mit der ersten Folge und deswegen würde ich sagen, herzlich willkommen beim Sommerhaus der Psychosen. Hier Claudia Obert mit ihrem Gespielen ein. Gespielen sage ich bewusst so, weil was die beiden da abreißen, ist einfach, ich finde es unangenehm. Claudia Obert ist Claudia Obert und ich habe es auch immer gefeiert, aber die ist einfach nur maximal unangenehm in dieser Folge. Sie ist übergriffig, sie ist sexistisch, sie ist... Sie geht permanent über Grenzen, ne? Und das sehen wir auch bei Ricarda und so weiter. Nachdem Claudia Obert mit ihrem Gespiel, der übrigens auch in der Folge überhaupt die Zähne nicht auseinanderkriegt, muss ich ehrlich sagen, ja. Nachdem die beiden eingezogen sind, ziehen Ricarda und Maurice ein. Dieses Intro von den beiden finde ich gar nicht schlecht, muss ich erstmal sagen. Aber das ändert sich nachher bei den Spielen, wo man sich einfach auch nur denkt, Maurice, ja, fahr doch einfach mal besser Fahrrad, anstatt hier permanent deine Olle fertig zu machen, ne? Aber dazu kommen wir gleich. Ricarda und Maurice sind für mich ein toxisches Pärchen. Dazu kommen wir aber gleich bei den Spielen, was sehr interessant war. Hier bei dem Einspieler von dem nächsten Pärchen, Valentina und ihr Gespiele, sage ich jetzt hier auch mal, weil der, also nein. Warum sich jemand das antut, mit seinem Partner zusammen zu sein, der ihm so scheiße behandelt, ja, weiß ich auch nicht. Deswegen, wir schauen uns zusammen das Intro der beiden an. Sein, weil dann werden alle so gucken, oh nee. Meinst du? Ja, ja, das ist das Showbusiness. Nee, das ist nicht das Showbusiness, liebe Valentina, das ist dein Business. Keiner, also jeder, der dich sieht, denkt sich, oh Gott, so, ne. Da gibt es nur zwei, drei, die vielleicht sagen, oh ja, Valentina, oh, das ist toll, dass sie da ist. Aber wo Valentina ist, das ist ja einfach immer permanent Stress, du hast ja einfach keinen Bock auf die. Und sie ist komplett verquert. Also ich finde, sie hat überhaupt gar keinen logischen, gesunden oder normalen Menschenverstand, was Situationen im Streit oder mit Streit mit jemandem angeht, ja. Das stellt sich hier auch im Laufe der Folge richtig übel raus. Achtung. Ich kenne die alle gar nicht. Die kennen mich und dann kennen die auch dich. Boah, jetzt okay. Nerv nicht. Hör auf. Hör auf. Du kannst auch den Arm weglegen von mir. Leg den Arm bitte weg von mir. Ich stelle mir das dann halt so vor, weil ich seit 4 Jahren eine intakte, 100% gesunde Beziehung führe. Stelle ich mir so immer vor, wie wenn ich so wäre zu Patrick. Also wenn ich meinem Mann sage, nimm bitte den Arm von mir. Nee, hörst bitte auf damit. Wenn ich so mit ihm reden würde, der wird mir den Vogel zeigen. Der wird sagen, was denn mit dir? Weil das ist so... Is this love? Ja, stellt man sich die Frage. Ein Kuss? Nein. Das ist Valentina, das ist genau das. Und der arme Chihuahua da in der Mitte. Er lässt dir die Ohren auf 3:15 schon. Ich bin die Valentina. Mich kennt man aus verschiedenen Formaten. Und bin sehr auf Instagram aktiv. Was los? Ich bin der Verlobte, Jan. Und die sagen uns auch gleich, wenn man so denkt, ja, ich bin der Verlobte und die sind verlobt und man denkt sich so, boah, auf jeden Fall die lange Beziehung und so und die sind voll stolz auf ihre Länge der Beziehung und gleich verraten die uns auch, wie lange die zusammen sind. Nee, mein Make-up. Nicht dein Ernst. Ich bin sozusagen das Beihängsel von Valentina. Anhängsel? Schatz, das kratzt. Wir sind ja mittlerweile jetzt schon fast 8 Monate zusammen. Boah, nein! 8 Monate! Nein! Und
In diesen 8 Monaten haben die mehrmals Schluss gemacht, öffentlich, hat sie mehrmals in die Kamera geheult und die haben sich gegenseitig Dinge an den Kopf geworfen. Also ich finde, die 8 Monate, wow, sind ein Traum. Und ich finde, da sollte man definitiv sich gegenseitig einen Heiratsantrag machen. Ich hatte eine Beauty-Behandlung, er wollte da ein paar Videos drehen und ja, dann waren wir hier bei mir. Er ist dann hier aufgewacht. Ja, das kann sich der Hund für danach nicht. Doch. Ich bin ein Mensch, ich habe sehr schnell sehr viele Emotionen. Und Schatz, mit dir macht das keinen Spaß. Da ich nicht das mache, was du willst. Genau, genau. Und guckt euch mal den Blick an, den sie dem zuwirft. Hier, seht ihr das? Guck mal hier. Kannst du doch meinen groß machen, Juri. Oh, toll, oder? Voller angewidert und voller Hass, so interpretiere ich das, ne? Oh, stell mal vor, ich würde meinen Mann so angucken. Und wir heiraten ja auch. Ja. Guck mal. Alter. Mach keine Show. Du machst jetzt extra Show, wo du hier drin gestellt bist. Ich habe manchmal das Gefühl, er will mich nicht verstehen, versteht mich nicht, geht nicht auf mich ein. Versteht jetzt nicht, was er soll. Ja, und dann soll man, dann findet heiraten richtige Option. Kamera, lass mal bitte jetzt. Ich finde es einfach scheiße, alleine zu essen. Ja, aber ist jetzt so, ich möchte kein Eis essen. Ich möchte einen Mensch, der mich nicht... Also Valentina möchte das jetzt hier, möchte jetzt hier nicht alleine essen. Hä, ist mir doch scheißegal. Und wenn mein Typ 3 Tage nichts isst, ist doch scheißegal. Wenn ich mir Bock habe, hier den Pfannkuchen mit Erdbeeren und keine Ahnung was rein zu kloppen, dann kloppe ich mir das rein. Wieso muss denn mein Typ mitessen, habe ich mir hier gefragt, ja. Und Valentina regt sich da über das, da dachte ich mir so, oh Gott, das ist anstrengend. Ich weine einfach weiter zum Weinen bringt. Mach ich ja nicht. Doch, machst du. Ist doch jetzt gerade unangenehm, oder ich nicht? Weiß, dann lass uns doch bitte weitergehen. Wir sind doch jetzt gerade im Kamerateam. So bloßstellen muss in der Öffentlichkeit. Wir sind doch jetzt. Also, sie stellt ihn doch bloß, ja? Er will doch einfach nicht essen. Fress doch einfach deinen scheiß Kuchen, Alter! Mein Gott, Waffel. Ich versteh's nicht. Aber wir sind doch gerade im Kamerateam hier. Warum musst du jetzt extra langsam essen? Wenn wir jetzt alleine wären, okay. Stört euch das? Also die Beziehung ist richtig schön, oder? Boah. Menschen immer schlecht machen. Oh, jetzt halt die. Aber ich finde, das ist eine richtig gute Voraussetzung für eine Hochzeit. Die kannst du immer wieder betonen. Also die sind so happy. Kannst du dich jetzt nicht wenigstens für den Videodreh einmal zusammenreißen? Nein, du musst mich nicht anfassen. Nein! Boah, es ist halt einfach so maximal cringe und unangenehm, das anzuschauen, oder? Ich finde das ganz schlimm. Ich mache mal hier ein bisschen tiefer. Warte mal. So. Könnt ihr mich viel besser sehen, oder? Hintergrund schön. Noch die Sachen am Waschen von Genf und mein Schwitzanzug, der übrigens gut ist, by the way. So. Reichweite willst du wieder generieren. Ja. Willst hier künstlich irgendwie Streit anfangen? Krasse Masche. Ja, und er wirft ihr das hier vor. Und ich möchte, dass wir uns das merken. Du willst hier künstlich Streit anfangen. Also er kennt sie ja. Er ist ja mit ihr 24/7 zusammen, ne? Und die Scheiße zieht die nämlich gleich auch im Sommerhaus mit Alex und Vanessa ab, ne? Aber, genau, das wollte ich sagen. Aber da steht er nämlich hinter ihr. Und hier eigentlich weiß er ganz genau, wie der Hase läuft. Wie der Hase bei Valentina im Kopf läuft. Oh, ich kann mir das Geheul auch nicht angucken. Ich möchte das einfach nicht. Ich fühl's einfach nicht. Nein, ich fühl's einfach nicht. Ich verstell mich nicht vor der Kamera. Soll jeder sehen, wie du mich behandelst in der Beziehung. Oh ja, gut. Ja dann, oder? Soll jeder sehen, wie du mich behandelst in der Beziehung. Wie nämlich wer wen behandelt, sehen wir nämlich gleich ganz deutlich. Aber wir schauen erstmal weiter. Valentina. Schatz. Ich zerstöre die alle, wenn ich will. Oh Gott. Ich zerstöre die alle, wenn ich will. Bruder, du bist ein labiles, kleines, in meinen Augen dummes Mädchen. So, man zerstört dich permanent und du checkst es einfach. Das ist der Hammer, das ist der Oberhammer. Hauptsache, du zerstörst mich nicht. Nein, Schatz. Nein, und das tut sie nämlich gleich. Sie zerstört ihn ganz doll. Nein, es regnet, Schatz, wir müssen uns beeilen ein bisschen. Ich mach das schon. Schatz, beeil dich, es regnet. Willst du einen Regenschirm? Nee, Schatz. Schatz, sieht cool aus. Schatz! Schwer, schaffst du das? Oh nein, Schatz, wir werden safe die Letzten sein. Willst du jetzt was essen? Kannst du was essen jetzt? Warum nicht? Ich esse immer nur einmal am Tag und ich bin, weiß ich nicht. Dafür bist du aber gut im Futter. So. Und das ist aber, das ist es, was ich eben am Eingang meinte. Hier kommen wir nämlich Ricarda und die gute Claudia. Stellt euch mal vor, das hätte ein Mann gemacht. Wieso sagt niemand was zu Claudia Obert mittlerweile? Wieso lässt man ihr das durchgehen, dass sie einer anderen Frau an den Arsch grapscht? Und dann auch, das ist erstmal sexuell übergriffig. Und dann sagt sie, ich esse nur einmal am Tag was. Und dann sagt die Claudia, dafür bist du aber gut im Futter. Was ist das denn? Wie ekelhaft krank ist das denn bitte? Kann da mal jemand was zu sagen? Wieso lassen wir ihr das durchgehen? Wieso ist das in Ordnung? Weil es witzig ist. Das ist nicht witzig, weil die Olle hier das ernst meint. Entschuldigung. Ja, ne? Weil Ricarda, wenn ich Ricarda wäre, ich hätte gesagt, fasst du mich nochmal an, hau ich dir eine rein und sagst du mir nochmal, ich bin gut im Futter,
dann trete ich noch einen rein. Mütter, was soll das denn? Was nimmt die sich denn raus? Behalt's bei, du bist fett genug. Behalt's bei, du bist fett genug. Und die lässt das über sich ergehen. Die Ricarda lässt sich das gefallen. Ricarda ist nicht fett und dick, aber das hat sie ihr gerade eingeredet. Versteht ihr, wie ekelhaft und primitiv das ist von dieser Obert? Ich habe bei der von der jeglichen Respekt verloren. Die übertreibt es. Die übertreibt es und einfach unfassbar unangenehm. Ein stimmungsverdünnender Gesellschaftszusatz tut jetzt vielleicht ganz gut. Ja. Dann zieht Tim Toupet und seine Holde Maid ein. Für die beiden, ja, Tim Toupet halt, ne? Und fand ich gar nicht schlecht, aber auch bei den Spielen merkt man eigentlich, wie er permanent das Bedürfnis hat, sie runterzumachen. Also eigentlich heißt es nicht Sommerhaus der Psychosen. Wir müssen es wahrscheinlich umbenennen, Sommerhaus der Toxic-Paare, der toxischen Paare. Also da hat sich die Redaktion ja wirklich, also ein toxisches Paar nach dem anderen hier am reinholen. Es ist natürlich sehr interessant, das ist für uns richtig gut, weil so können wir viel lernen, wie ich finde. Dann zieht ein Pärchen ein und zwar ist das irgendwie die Ex-Frau von dem Joel Heindl. Nur weil sie die Ex-Frau von einem halbwegs bekannten DSDS-Sänger, wenn ich mich war, darf sie in das Sommerhaus einziehen mit einem Typen. Also zwei eigentlich völlig Unbekannte ziehen in das Sommerhaus ein. Könnt ihr euch das vorstellen? Also da finde ich, da habe ich also nein, was soll das? Was machen die da? Was soll das? Wieso? Habe ich mich hier gefragt. Die waren so uninteressant für mich, dass ich auch nicht mehr, dass ich den Namen vergessen habe und ich finde, den Namen brauchen wir auch irgendwie gar nicht so. Jetzt ist aber wieder interessanter, denn unser nächstes Red Flag Pärchen zieht ein, Vanessa und Alex. Im Sommerhaus wohnt sich's gleich noch viel schöner. Ich setze halt 100% auf die Spiele, ne, mit dir. 100% Fokus auf uns. Das sind alles Team-Challenges. Man muss immer ein Team sein. Ja, ich weiß ja, woran ich bei dir bin. Denke ich mal, ne? Warum lachst du so viel? Ja, alles gut. Also optisch muss ich sagen, optisch passen die hier eigentlich gut zusammen, ne? Das muss man einfach mal sagen. Ne? Verbergen? Alles gut, Baby. Alles gut. Ja, komm, geh weg. Ich bin die Vanessa Nuatu. Lachst du alleine, merkst du das? Ich bin der Alex Petrovic. Oh no. Aktuell bin ich als Online-Fitness-Coach aktiv. Nobody pray for me. Schön. 5. Muss es ziehen. 6. 12. Nein, da muss es eben nicht ziehen im unteren Rücken. Wenn er den unteren Rücken zieht, machst du es ja falsch, weil das soll ja im Po ziehen. Hä, what the fuck? Bitch, sit down! Reicht. Das ist gerade gegen meinen Kopf geknallt. Sorry. So, nächste Übung. Woher kennt man das schmuskulöse Paar? Ich war bei Temptation Island VIP mit meiner Ex-Freundin Christina. Pass dich auf. Du auch, Baby. Du bist stark genug, ich weiß das. Und da. Unangenehm, unangenehm. Dann habe ich diese bezaubernde Dame kennengelernt, Vanessa. Und irgendwie war das wie Liebe auf den ersten Blick. Ja, seitdem, und das ist jetzt fast ein Jahr her, sind wir zusammen. Glücklich? Glücklich? Seid ihr glücklich zusammen? Dass danach dieser Shitstorm so heftig wird, das war nicht leicht. Hat sich für dich gelohnt, Peter. Ich glaube, ich krieg fast täglich Kommentare, wo halt steht, so, ja, mach die Augen auf. Sorry. Ja, weißt du, Vanessa, mach die Augen auf, die täglichen Kommentare. Das ist halt darauf gemünzt, weil wenn ein Mann eine Frau so behandelt, wie er Christina behandelt hat, öffentlich denunziert hat, niedergemacht hat, fremdgegangen, also ne, all das, dann ist doch klar, dass die Leute dir sagen, mach doch die Augen auf, Bruder, Schwester in dem Falle, dass wenn er so ein Charakter ist, warum nimmt man sich so einen Charakter, ja? Und das ist von den, gut, es gibt Hasskommentare und es gibt die Hater, I get it, ne? Ich bin ja nicht dumm oder blind. Aber es gibt auch welche, die wirklich das gut gemeint haben und sagen, Mädchen, bitte, ja? Am Anfang hatte ich es ja auch noch gut gemeint, aber dann habe ich gemerkt, okay, du wirst eigentlich auch nicht viel besser in manchen Dingen, ne? Ja. Warum musst war du immer Absicht. Übertreiben? Komm weiter. Wie kann man so dumm sein, dass man dem Mann noch Vertrauen schenkt? Ja, yeah, that's true. Das ist ja wirklich eine berechtigte Frage, kam ja? Eigentlich bisher nur schlechte Zeiten fast erlebt. Oh, wow, da ist die Beziehung sehr glücklich, oder? Den habe ich mir hier angelacht. Aber mir ist es halt trotzdem wichtig, dass die Leute gerade auch mal mich kennenlernen, so wie ich bin, unabhängig von Alex. Oh, jetzt habe ich... Da bin ich echt gespannt. Mann, Schweiß. Du liebst es doch. Nee, ich gar nicht. Ich bin auch Vanessa, ich stehe auch für mich selbst. Wirklich, tust du das? Das kam bisher nie so rüber und da sind wir wirklich gespannt. Let's go. Ah. Okay. Crazy, dass wir hier sind gerade. Ja. Schatz, was machen wir jetzt? Und Valentina und John so...
Gut schaust du aus. Ja, danke gleichfalls. Hi. Komm schon. Claudia Obert zieht sich, also sieht sich immer hingezogen zu diesen, den Unbeliebten. Merkt ihr das? Claudia Obert kommt mit Valentina und Jan, also mit Valentina sehr gut klar, und Claudia Obert kommt mit hier Vanessa und Alex gut klar. Merkt ihr das? Als, ja. China nicht hin, bist du bescheuert? Nein, nicht hin. Warum denn? Was ist denn vorgefallen? Nee. Kenn die nicht. Vanessa. Hi. Hi, Vanessa. Ich war damals auf eine Veranstaltung eingeladen. Ja. Und dann hat Alex mich öffentlich sozusagen ausgeladen. Haben wir mitbekommen? Mit ekligen Ton. Hi, hallo, grüß dich, Tim. Hi. Hallo, der Tim. Grüß dich, hallo, Vanessa. Das, was er da abgezogen hat, kann man nicht entschuldigen. Bei der Valentina sind es immer die anderen. Also sie kann, also wenn ich mich streite, ich sage ich auch mal, das sind immer die anderen, ne? Aber ich sage auch, und das ist wichtig, da und da habe ich Fehler gemacht, da und da muss ich zurückziehen. Ja, stimmt, da hast du aber. Aber bei Valentina kommt es nie. Bei Valentina sind es immer die anderen, inklusive der Partner. Immer die anderen. Krass, es sind ja schon voll viele da. Die beiden wollen einfach ihr Image hier aufpolieren. Die wollen ihr Image aufpolieren, genau. Aber Valentina, was willst du denn da drin? Was für ein weiteres Tattoo auf deinem Arm, dass du da drin warst? Was machst du jetzt eigentlich nach dem Sommerhaus? Was kommt dann? Bist du dann nicht verheizt? Weil das TV, die Produktion, wie sie dich hier darstellen. Also, du stellst dich selber dar, aber sie zeigen das von dir, die schlechte Seite. Weiß ich nicht. Die können vielleicht ihr Image aufpolieren. Deins wird hier gerade den Bach runtergespült, so by the way am Rande. Hi. John. Hi. John. So, warum geben die Hand? Was ist das? Das ist doch ein falsches Spiel. Wenn sie sagen, oder ja, hi, aber komm. So, Hand geben ist ein Zeichen des Friedens, ja? Haben wir das vergessen? Haben wir das nee. Also, als wir angekommen sind, sind alle aufgestanden, haben uns sehr herzlich empfangen, außer Valentina und ihr Macker, ich weiß gar nicht, wie der heißt. John. Ein Name, den man sich merken könnte, wenn man denn möchte. Sie wirkt wie eine kleine, zickige Göre. Ja. So. Ja. Das stimmt aber. Na, da kann recht, ich ihr nur leid tun, ne? Ja, ich finde super bemitleidenswert, so ein Verhalten. Also das Ding ist auch hier, das Geile ist, mir kann man keine Partei vorwerfen, also dass ich parteiisch bin, weil ich kenne beide nicht persönlich, ich mit niemandem Kontakt und ich finde beide gleich schrecklich. Also beide Pärchen, wisst ihr? Das heißt, ich kann hier tatsächlich neutraler die Sache rangehen. Die beiden Not gegen Elend, wie ich finde. Und das ist auf einer Stufe. Ja, deswegen, ich bin fein raus. Ich kann hier roasten und bin gar nicht parteiisch. Ich würde sagen, wir befinden uns auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Nee, finde ich nicht. Kannst du kochen? Funktionell. Aber finde ich voll cool. Ihr kommt hier direkt an und fragt, können wir helfen und so. So macht man sich beliebt. Außer bei jenen, die sich davon keine Scheibe abschneiden wollen. Jeder ist am Kochen, jeder ist am Spülen. Okay. Jeder räumt da ab. Das ist natürlich, warum macht man das? Damit man nicht gewählt wird oder damit man nicht sagen kann, man bindet sich nicht ein oder so. Nee, warte mal kurz. Es gibt halt auch Menschen, die machen das, weil es sich einfach gehört. Ich würde es auch machen, weil es sich gehört. In einer Gemeinschaft, in einer Gruppe. Bruder, Alter. An solchen Aussagen merkt man so das Denken der Menschen, den Charakter des Menschen. Kennt ihr? Ja. Apropos. Warum sondert ihr euch so ab, ja? Hä? Warum sondert ihr euch hier ab? Nein, nee? Machen wir nicht. Okay. Ist die Sonne. Alles klar. Okay. Okay, ja gut. Schmeckt's dir, mein Prinz? Mhm. Wir kommen alle auf die Waage, wer am meisten abnimmt. So, und dann zieht Pia Tillmann und ihr Mann ein. Pia Tillmann kenne ich noch aus meiner Zeit bei Köln 50667. Ich fand sie immer sehr fair und sympathisch. Sie hat sich mir gegenüber auch immer nett und gut verhalten. Ich kann gegen sie absolut nichts sagen. Ich fand nur persönlicher Geschmack die blonden Haare damals schöner. Die roten Haare machen sie irgendwie bunter und älter. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Die beiden ziehen ein. Und dann will der Jan hier mit dem Alex mal reden über die Sache mit diesem Event, mit dieser Ein- und Ausladung. Können wir kurz sprechen? Ja. Wir kennen uns ja nicht. Wir kennen uns nicht. Aber du kennst ja Valentina. Ja. Und die hat mir einiges erzählt gehabt. Weißt ja, du? Toll. Ich habe schon gemerkt, weißt du? Das ist schön, dass sie einiges erzählt habt, aber du kennst die Seite von Alex nicht, ja? Okay. So ein bisschen Beef, sag ich mal. Und ich habe keinen Bock da drauf. Ich gebe ihm die Hand aus Respekt, weißt du? Ja, wir auch. Und ich fände es schon gut, wenn du dich für die Aktion entschuldigst. Bruder, da, Retalk, da saß ich vor meinem Laptop und dachte, das dachte ich. Retalk, wer bist du? Wer bist du, hätte ich gesagt. Was willst du jetzt von mir? Mach dich aus dem Weg, Bruder. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, jetzt bin ich gespannt, was Alex antwortet. Ich soll mich entschuldigen. Ja, für die Story.
Tue ich nicht. Warum nicht? Weil das rufschädigend war, was sie gemacht hat. Ich habe direkt 10 Absagen bekommen, als sie gesagt hat, sie würde auf meine Party kommen. Sie wurde eingeladen. Sie wurde nicht eingeladen. Sie wurde eingeladen. Ich bin Organisator. Ich habe sie nicht eingeladen. Ich habe doch sogar gesehen. Ich habe sie. Du warst auch Teilorganisator. Richtig. Da waren auch andere. Richtig. Und sie wurde von den anderen Personen eingeladen. Keiner von meinen Leuten hat sie eingeladen. Die Party. Und da muss ich sagen, oh, ich glaube dem Alex. Und wie ruhig der Alex hier bleibt. Ich hätte gesagt, hör mal zu, misch dich nicht ein. Du hast gar keinen Plan von irgendwas. Wenn Valentin irgendwas zu sagen hat, können wir das klären. Aber ich will gar nicht mit der reden. Ich finde, der will gar nicht mit denen reden eigentlich, ja. Aber der hat sich jetzt mal auf ein normales Gespräch eingelassen. Und dann der Can hier, ich finde, du solltest dich entschuldigen. Also. Die war bedroht. Auch normale Menschen haben mir geschrieben, wenn die kommt, komme ich auf gar keinen Fall. Man muss doch immer diesen wirtschaftlichen Aspekt betrachten. Wirtschaftlich? Ja, wenn ich sage, das ist Image-Shading und Ruf-Shading und aber die Leute sagen ab, dann ist das Image-Shading. Ich finde es halt krass, du stellst einfach deinen wirtschaftlichen Erfolg über jeglichen menschlichen Verlust. Hä, was? Was für menschlichen Verlust, wirtschaftlicher Erfolg? Wenn die Leute nicht kommen, weil eine Valentina auch eingeladen ist, ja, dann ist das ein Wirtschaftler, dann wird die nicht eingeladen. Das ist so, das ist, wenn das Image scheiße ist, deswegen sollte man ja auch immer gucken, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält. Immer fair, man kann ja rumranzen. Ich ranze ja auch rum. Ihr wisst, ich gehe keiner Konfrontation aus dem Weg und ich ranze und raune an. Aber trotzdem habe ich kein Image, wenn das ein Veranstalter mich auslädt, weil er Angst haben muss, dass ich da rumraunze, weil jeder weiß, ich kann mich auch benehmen und so weiter. Und ich weiß, aber das weiß man einfach bei Menschen wie Valentina einfach nicht. Oh Gott. Ich finde halt, es war nicht in Ordnung. Deshalb habe ich eigentlich erwartet, dass eine Entschuldigung kommt. Nur Freunde wird man halt nicht mehr dann. Ja, dann ist das so. Er hat jetzt vielleicht versucht, so ein bisschen auf Mann zu machen, nach dem Motto, er will mir die Stirn bieten oder mit mir reden. Ja, genau, hat er tatsächlich. Ich kenne den Buch nicht, habe den noch nie gesehen. Ich denke, er musste so handeln, weil sie das von ihm verlangt hat. Ja. Dass er wirtschaftliche Gründe hatte, das zu sagen, weil er durch dich 10 Absagen hat, habe ich gesagt, glaube ich dir nicht. Und ich habe gesagt, das fand ich nicht in Ordnung, wie er das gesagt hat. Aber, okay. Ich glaube, er hat eher den Schaden im Kopf. Vor allem, weil wirtschaftlich gesehen so viele von mir, von meinen Fans dahin gekommen wären. Von ihren Fans? Ja. War lächerlich. Warum schickt sie ihren Freund jetzt zu dir, um über so eine Sache zu reden? Fängt sie jetzt schon an? Ja, sie fängt jetzt schon an, tatsächlich. Spann dich, Baby. Alles gut. Alles gut. Was Politik? Ja, ja, das ist es allerdings. Das ist doch nur, damit sie wieder... Der verlangt, sie soll mich entschuldigen. Ich entschuldige mich nicht. Ich entschuldige für was willst du dich entschuldigen? Dass ich sie ausgeladen habe. Dass sie sich selber eingeladen hat. Das war so klar. Kindisch. Alles gut. Aber Alex muss sich auch permanent zusammenreißen. Man merkt, dieses alles gut ist, sich selber runterbringen, kennt ihr? Aber er gibt sich Mühe. Er gibt sich Mühe, mein Gott. Ich kann einfach nicht, wenn Menschen unfair werden. Also. Naja gut, Vanessa, schon wieder kaputt gemacht gerade, ne? Ich kann einfach nicht, wenn Menschen unfair werden. Wie unfair warst du, Christina, gegenüber? Wie unfair war dein jetziger Mann, seiner Ex gegenüber, seiner damaligen Freundin? Da brauchen wir nicht drüber reden, das neu auspacken, ne? Aber das ist auch schon wieder so cringe, ne? Schon wieder alles kaputt gemacht direkt. Ja, du brauchst jetzt. Pass auf. Ich passe nicht, ob sie so aufpassen. Ja. Sei es drum. Genau. Und dann zieht ein für mich Cringe-Pärchen ein mittlerweile. Und zwar zieht... Wie heißen die denn eigentlich? Sommerhaus-Anreise, die 8. Die Stehfests ziehen ein. Das letzte ein. Paar hält Einzug. Die Stehfests kommen und wir sind ganz sicherlich nicht hier, um teilzunehmen. Nein. Sondern wir sind hier, um zu gewinnen. Auf jeden Fall. Chaka. Ja. Und wer die Stehfests sind, das zeige ich euch jetzt. Ich bin der König der Welt. Wir sind die Stehfests. Und unser Name ist Programm. Ich bin Yvonne Moulin. Mein Name ist Programm. In meiner Wahrnehmung ist natürlich Edith die Prominente, weil sie sehr prominent in meinem Leben ist. Guck mal, du kannst fliegen. Guck mal, du kannst fliegen. Wow, einfach wow. Wow. Einfach wow. Lass es Liebe sein. Lass es Liebe sein.
Ey, da kommen welche. Ja. Michel, halt doch richtig gehört. Guck, darf ich dir die Tür? Hallo. Alle sehr aufgeregt. Ja. Wollen sich präsentieren. Hi, ich bin Max. Hallo, Edith. Hi. Macht und ich denk so, ich hab also. Ja. Hi, Erik, freut mich. Hallo. Noch einer. Ja. Tag, grüß dich. Hi, hi, hi. Komm. Hi, Karina. Erik, für alle, die den nicht kennen, Erik war ein erfolgreicher GZSZ-Schauspieler. Im Gegensatz zu allen anderen da, muss ich ehrlich sagen, ist er tatsächlich bekannt und hat was erreicht. Ja? Er ist wirklich gestandener Schauspieler. Ne? Der kann Pia Tillmann und ich ja auch nicht, ne? Aber mit Köln 50, die sich Schauspielerin nennt. Aber das ist es auch, aber da können wir nicht mithalten. Das sind ja wirklich ausgebildete und gute Schauspieler und er war das wirklich über lange, hat auch ein Buch geschrieben, hat eine Vergangenheit etc. Also das muss man schon sagen. Dass ich jetzt persönlich oder wir finden, dass der einen am Rad hat mit seiner Flöte und seiner Frau, das ist natürlich eigene Meinung und eigenes Befinden, das finde ich so. Aber beruflich, da können die alle nicht mithalten, das muss man einfach mal so sagen, ne? Ich wollte einmal den Zico beiseite holen und fragen. Ob der Lester hat, der Alex? Ja, echt? Oder? Ja, mach. Ja, dann hol ihn doch mal, weil das so wichtig ist, oder? Aber heißt er wirklich so? Bist du sicher? Schatz, er heißt Zico, ja. Der nach zunächst prostlosem Empfang aufgrund möglicher Maulwurfqualitäten zunehmend frequentiert wird. Können wir kurz reden? Er hat gesagt, pass auf, ne? Ich habe mit euch gequatscht, so, ne? Mhm. Und ich wollte halt, ja. Wissen, was Ambach ist, so, ne? Hat er halt erzählt, so wie, aus seiner Sicht, wie das war. Mhm. Was hat er denn gesagt? Ja, dass Valentina sich selber eingeladen hat. Also verbreitet der Lügen, krass. Geil wäre hier, wenn Valentina einfach mal öffentlich in ihrer Instagram-Story halt wirklich zeigt, dass sie öffentlich eingeladen wurde und wenn ja, von wem, ne? So könnte man ganz einfach da den Wind aus den Segeln nehmen. Wenn sie es schon bereits gemacht hat, kommentiert mir das gerne mal unten rein. Ja, und dann legt Valentina am ersten Tag schon direkt los und provoziert Alex und Vanessa bis aufs Übelste, was ich auch persönlich mehr als unangenehm finde. Schön, dass du entgegenkommst, Alex. Ich habe ja schon jetzt hier von mehreren Personen gehört, dass du Lügen rum erzählst. Ach, hör auf mit deinem Spielchen, ja. Gar keinen Bock auf so was für Spielchen? Komm mal einfach. Alex, dann veröffentliche ich mal einfach, was für eine peinliche Nummer du abgezogen hast. Mich öffentlich. Entschuldige dich doch einfach. Mich öffentlich. Guck mal, ich rede ganz normal gerade mit dir. Kannst du nicht? Das Nein. Zeigt doch wieder dein. Valentina, du redest nicht ganz normal. Ich hätte gesagt, Valentina, du redest nicht ganz normal mit mir, ja? Oh Gott, dieses Kind, das ist für mich so ein Kind, so ein trotziges, ungebildetes Kind. Ich muss mich da echt im Zaum halten, die dich durchzubeleidigen und das ist also justiziabel durchzubeleidigen, ey. Charakter. Du kriegst gerade deine Sendezeit, bravo. Nein, ja. Was für Sendezeit, aber entschuldige dich doch einfach. Weißt du, und dieser John da hinten, entschuldige dich doch einfach, halt doch einfach mal das Maul da hinten, Alter. Weißt du? Boah. Halt, guck mal, du sagst doch die ganze Zeit, du bist jemand, der steht für Aufrichtigkeit. Sorry, aber klärt es doch draußen, das, was doch vorher war, doch nichts damit zu tun. Vanessa, legst du dich mit mir an, legst du dich mit der Falschen an, okay? Bam. Ne? Fächel. Bam. Ja. Hätte ich gemacht. Ja, Gewalt ist keine Lösung. Ach Gott. Aber manchmal tun Ohrfeigen in solchen. Also manche Menschen verstehen es einfach nicht. Wenn einer mich so permanent penetrieren würde, ich gehe aus dem Weg und der lässt mich nicht in Ruhe und die lässt ihn nicht in Ruhe, dann hilft manchmal eine Ohrlasche. Nein, das tut man nicht und das sollte man nicht tun. Das kann ich dir einmal jetzt hier persönlich sagen. Okay. 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 Du willst einfach nur dein Image hier aufpolieren, was du bei Temptation Island massiv verkackt hast. Punkt. Welches Image hast du denn, Valentina? Eine unterbelichtete Kratzbürste bist du. Das ist dein Image. Eine unterbelichtete, auf links Krawall gebürstete Kratzbürste. Die bist du. Ey, die sind voll peinlich. Geh einfach auf. Richtig lächerlich. Du sagst ja, wirtschaftlich hat das einen Schaden angerichtet für deine Veranstaltung. Dann hättest du ja einfach ganz normal schreiben können, oder? Merkst du was? Merkst du, was sie hier treibt? Voll lächerlich. Und wieder immer andere reinziehen, Alex. Kannst du nicht der Mann stehen? Lappen, Alter. Oh mein Gott, die beleidigt den, ne? Lappen. Die kann froh sein, also die kann wirklich froh sein, dass die in der Öffentlichkeit nicht an die Falschen gerät, wirklich. Die kann wirklich froh sein, dass die auch bei der Veranstaltung bei Netflix, wo ich war, dass sie da nicht irgendwie was zu mir gesagt hat. Retalk. Hab ich dir gesagt, das ist ein Lappen? Hab ich zu Hause gesagt, das ist ein Lappen? Schatz? Dann beginnt das erste Spiel und da wollte ich euch ja die schöne Beziehung zwischen Ricarda und Maurice zeigen. Fahrradkurs bewältigen. Jo, die müssen Fahrradparcours fahren, das kennen wir vom letzten Jahr. Und bei jeder Station müssen sie Fragen beantworten. Aber Schatz, jetzt langsam ernst werden, ne?
Geht um was hier, ne? Startklarheit okay. Auf dem Pedaleur-Parcours der Promi-Paare. Wir stellen hier fest, Freunde der Sonne, dass die holde Maid von Tim Toupé kein Fahrrad fahren kann. Und ich glaube, sie will das nicht zugeben oder wollte es nicht halt so veröffentlichen und sagen, ne? Die weiß nicht, wie Fahrradfahren geht. Fertig? Ja. Los. Warte. Fuck it. Ja. Warte. Bist du fertig? Ja. Los. 1, 2, 3. Das geht ja. Das ist halt wie bei Menschen, manche können auch nicht schwimmen. Schon ja, gut, ey, was die ist Scheiße das denn? Hier. Fahrrad. Ja, und jetzt wieder zurück, oder was? Ja, natürlich zurück. Wenn ich anfangen muss, Carina, dir noch das Fahrradfahren beizubringen, dann sind wir hier falsch. Also das ist etwas, wo ich eigentlich von ausgegangen bin, dass das jeder Mensch kann. Ja. Ja, also Rennradprofi werde ich nicht mehr. Ach ja, Carina, ist aber ist gar keine Zeit für lustig zu sein hier. Das ist, ja, natürlich. Das ist Scheiße, totale Scheiße. Ich sehe aus wie die 90. Warte. Nochmal neu, runter, komm, beweg dich. So, ich möchte, dass das hier klar ist, ja, dass der Maurice hier, der das nicht konnte, der hier abgestürzt ist, ne? Sie ist schon mal flüssig gefahren. Ey, warte. Ey, ich bin zu blöd zum Fahrradfahren, ja? Zack, erster Versuch ging nicht. Weiter. Mein Gott, ne. Ja, nee, ist nicht lustig. Ja. Ja, und sie bringt aber Spaß mit. Man kann ja auch Spaß mit Ernst an der Sache haben, oder? Aber nicht bei Maurice. Nicht viel Zeit, wir müssen. Ja, Maurice, dann fahr doch mal einfach besser Fahrrad, wie wär's, ja? Retalk, ne? Nee, hier läuft gar nichts gerade hier. Komm. Ich tritt das Fahrrad gleich weg. Nee, hast hier. Du's? 1, 2, 3, komm. Ich rolle auf Kron! Komm, Schatz, komm. Warte, mein warte. Gott, ja. Schatz, wir haben keine Zeit, beweg dich. Das hat nicht. Schatz, wir haben keine Zeit, beweg dich. Ich habe jetzt keinen Fehler auch hier gesehen bei ihr. Ja, wie, Mann? Warum findest du das so lustig? Mehr Power. So, Spiel ernst nehmen. Ja, komm, wie lustig. Ja, du kannst es aber auch ernst nehmen und einfach aggressiv und assi sein zu dieser ganzen Scheiße und selber auch nichts auf die Kette bekommen, ja? Ich dachte, ja. Mach jetzt, komm, ich kann nicht mehr machen als fahren. Komm jetzt, mach. Wir sind hier nicht im Zirkus. Ich kann auch nur ein Fußballspiel gewinnen, wenn ich 100% mental da bin und alles gebe. Mal weiter. Jetzt bin ich nicht so schnell, nicht so. Okay, komm. Das nächste Teilstück wird durch eine korrekte Antwort freigeschaltet. Was ist ein... Ein Coca-Bar? Ja. Was das ist? Coca-Bar. Coq au Wien. Penis aus Wien. Hähnchen in Rotweinsauce. Oh mein Gott, und ich koche aus Leidenschaft. Nee, ein Tier. Ja, du bist auch ein Tier. Als wenn der das wusste, als wenn Maurice das wusste, dass Coq-au-Vin ein französisches Gericht ist. Hör dir mal an, wie sich das Fahrrad anhört hier. Anstatt der halt auch einfach mal die Schnauze hält, währenddessen er da seine Aufgabe machen muss, ne? Nee, der ist da permanent am Rumproleten, ne? Sogar weniger essen soll. Lustig, du hättest dich mal ein bisschen mehr anstrengen sollen, Mann. Ja, du siehst. Alter, habt ihr gerade gesehen? Ich möchte, dass wir uns die Szene jetzt nochmal angucken, wie schön flüssig sie das fährt. Und er rumquatscht und er dann den Fehler macht. Achtung. Guckt's an. Hör dir mal an, wie sich das Fahrrad anhört hier. Ricarda macht es schön und der. Burger weniger essen soll. Und anstatt sie ihn fertig macht, scheiß Maurice hier rein. Lustig, du hättest dich mal ein bisschen mehr anstrengen sollen, Mann. Ja, du siehst das hier als Spaß an und das ist eine traurige Sache. Ja, streng dich mal ein bisschen an. Wie soll er hier nicht um keine Ahnung, was? Nicht mal Spaß. Ich kann ja nicht so rumbrüllen. Meine Hunde denken sonst ich immer. Ich gebe doch mein Bestes. Ich meine das ernst. Meinst du, du kommst durch Lachen da weiter? Ja, was soll ja, ich denn? Ja, weiß ich nicht. Ja, soll ich weinen oder was? Nimm Schwung mit. Du bist mir zu schnell. Bist du doof oder so? Ja, jetzt rastet sie auch mal aus. Schatz, du brauchst mich heute nicht mehr ansprechen. Ich mein's ernst. Weil du dich hier null anstrengst. Du lachst die ganze Zeit. Das geht um Safe. Ich glaube, ich muss auch mal wieder zum Beauty-Doc, glaube ich. Ich glaube, meine Nase muss ich richten. Das ist wichtiger. Dieses Negative gefällt mir nicht, weil ich bin halt ein sehr positiver Mensch. Ich komme aus einer sehr, sehr positiven Familie. Wenn mein Mann mit mir so reden würde, ne, der würde ich 3-4-fach ohrfeigen. Tschu, geh in die Küche trinken. 4-fach ohrfeigen und ich muss meinem Hund was zu trinken geben. Meine Hundekinder haben immer Vorrang. Ja, natürlich. Meine Tschu kriegt Wasser. Also, wenn mein Mann mit mir so reden würde, würde ich ihm rechts, links ohrfeigen und ich wäre nicht mit ihm zusammen. Trinken. Einen rauchen, das ist immer das Wichtigste im Leben. Ach, Maurice, komm, halt einfach die Klappe, nein, Spaß nicht. Anstatt dich mal irgendwo anders mal anzustrengen. Ey, pass echt auf, was du sagst. Ja, der macht dich hier permanent fertig und jetzt ja, lässt auch ihre Qualität zu wünschen übrig bei der Aufgabe. Scheißegal. Ne?
Sag doch, was du willst. Geh gleich mit deinem Mädels, da trinkst du dir einen Wein und dann passt das schon. Ja, genau, ja, Maurice. Na, frag schon mal warum, ne? So Real Talk, ne? Nur so kleiner Fun Fact am Rande. Ja. Von mir aus kipp ich um deswegen, und ich muss einen Sanitäter haben, ja, mich wirklich, Ich mach es. Ich hoffe so sehr. Mein Wort, ich gebe mein letztes Hemd. Ich bin enttäuscht, ich bin sehr enttäuscht, sehr enttäuscht, sehr enttäuscht. Wir müssen das Kind einfach beim Namen nennen. Wir haben beide verkackt, beide. Du und ich, wir haben einfach heute versagt und das muss sich ändern. So, sonst haben wir hier keine Zukunft. Ich war auch nicht der Beste in dem Spiel, aber ich wollte immer so. Ich wollte immer, komm. Du so, Schatz, warte doch. Hihihi. Schatz, das ist hier kein Spielkonzert. Die wollen uns doch alle raus haben. Ja, aber Schatz, jetzt mach ein anderes Gesicht. Das ist aber hier kein Spielkonzert. Lach jetzt mal. Aber das ist kein Wunschkonzert hier. Das ist kein Wunschkonzert. Das ist ein Gaming-Spiel. Wir sind jetzt heute den ersten richtigen Tag da. Wir haben das jetzt nicht geschafft. Und wenn man jetzt dann einfach... Doch, ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich will nur, dass man alles gibt. Ja, Maurice, es ist doch jetzt okay. Du gewinnst das Scheißding nicht, wenn du nur Spaß hast. Du musst die Spiele bitte ernst nehmen. Maurice, ich sag dir jetzt mal was. Wir haben morgen noch den Tag und übermorgen uns zu safen. Schatz, ich hasse es zu verlieren. Und wenn wir... Warte. Ich war auch einfach... Warte doch, Mann. Schatz, wir haben uns zum Affen gemacht. Es geht mir nur um die Energie. Power, Schatz. Nee, du hast dich allein zum Affen gemacht, Maurice. Das ist nicht aggressiv, ey. Das ist Mentalität, Fußballmentalität. Nee, das ist Fußballmentalität, halt's mal. Ja, komm, ja. Deswegen bist du Profifußballer geworden, weil das Fußball Fußballmentalität hast oder was? Oder woran hat es gescheitert? Ich spiele 12 Jahre lang Fußball. Echt? Wo denn? Ich bin ein Gewinnertyp, ich hasse es zu verlieren. Echt? Nochmal, wo spielst du denn Fußball? Dass die immer alle diese komischen Fußballer sind, ne? Hier der eine, ne? Hier, unser Profifußballer kennen wir, ne? Und jetzt hier auch, oder wie? Das erste Spiel gewesen. Scheiße. Hallo! Hola! Hi! Guck, hey, guten Morgen. Nein, aber wieso soll ich denn... Schatz, ich hab dir gesagt, ich möchte nicht als erstes Dingens hier das Scheißding verlassen. Ich hab's gesagt. Sonst hab ich immer gesagt, sonst will ich hier nie dran teilnehmen. Ja, okay, Maurice. Okay. Immer. Okay. Haben wir begriffen, ne? Ehekrise wegen dem scheiß Sommerhausspiel. So, und dann ist das nächste toxische Pärchen bei dem Spiel. Valentina und ihr Gespiele Jan. Und das ist auch sehr unterhaltsam. Achtung. Was machst du? Ich sah jetzt nicht so vorteilhaft aus, ne? Ja, mit so eingeklemmten Boden, dann der Pimmel da durch die Kälte. Ja, und welchen Frauen willst du gefallen da draußen? Was heißt Frau gefallen? Ja, also aber was hat das denn mit Frauen gefallen zu tun, Alter? Man sieht zum Kasper aus da. Ich würde auch sagen, Alter, wie sehe ich aus? Und ich will auch nicht irgendwelchen Männern gefallen, sondern einfach, ich mache mich jetzt zum Horst, im Sommerhaus für 1200.000 Euro, so, ne? Und nee, also. Aber es war einfach unangenehm so. Ja, so klar. Kalt, gleich wie gar nichts mehr da. Let's go. Wiggle. Komm. Jawohl, stopp. Aha, Alex und Vanessa. Ja, beim ersten Durchgang stark gemacht. Respekt, muss man sagen. Ja. Ja. Sehr gut. Oh nein. Valentina fällt vom Fahrrad. Jetzt schon Aggression. Komm, Schatz, komm. Und rastet aus. Was hey, warte mal eben ganz. Nein! Du ziehst mich mit rüber. Du musst gucken, dass wir in einem Tempo bleiben. Oh, okay, ja gut. Hast recht. Prepare to die. Ja. Okay, go. Mann! Das schaffst du. Buchstabiere das Wort Cevapcici. Oh. Und da muss ich sagen, Cevapcici hätte ich nicht gekonnt. Ich kenne das Fleisch. Damals in Serbien hat die Familie von Milan das gegessen. Aber ich hätte nicht gewusst, wie es geschrieben wird. He. Ja. E. Ja. V. Ja. A. Ja. P. Ja. Cevap. C. Ja. I. Ja. C. I. Ja! Ja! Okay. Das muss man einfach mal sagen. Gut gemacht, oder? Okay. Jetzt hast du das Gefühl? Jetzt habe ich das Gefühl. Schön Spannung und los. Ah, fuck! Zu schnell. Es hat schon echt Zug drauf. Nein, erstmal musst du schneller. Wegen der, dem Knick. Unfassbar hoch auf dieser Sattel. Kann ich mir meine Beine berühren? Tief durch, Schatz. Warte mal kurz. Ja, aber du berührst doch den Boden, Alter. Nicht so schnell. Der fährt nicht schnell. Ich? Ja? Nee, ja, natürlich du. Was ist ein Kokovin? Keine Ahnung, ne. Was, Mann? Kokovin, das wirst du nicht wissen. Ja, und zwar sagt er auch von sich aus, er weiß es nicht. Ich hätte auch nicht, also ich wusste, dass das ein Gericht ist, glaube ich. Aber ich hätte auch wahrscheinlich was anderes geantwortet. Er sagt halt, nee, er weiß es halt auch nicht, ne? Und sagt halt, das weiß die auch nicht. Hä, hey, was redest du, Mann? Was ist ein Kokovin? Ja, aber lass ihn doch überlegen, Mann! Ja, okay, dann überleg! Ich mach Spaß,
schon, Niki, die fällt. Juju, leg dich hin, ja. Bruder! Was sagst du? Ich weiß es nicht, Mann! Dann höre ich gleich direkt auf! Was ist ein Kokavin? Kokavin. Tier! Mann, was ist denn mit dir? Wie kann man also demotivieren? Ich kenn dich doch, Schatz. Ja, am Arsch kennst du. Ja, aber das hat ja nichts mit Demotiv in dem Sinne. Naja, das wissen wir nicht. Hätte mein Mann auch gesagt, ja, das wisst ihr nicht. Ich hätte auch zu meinem Mann gesagt, das wisst ihr nicht. Und wenn er dann gesagt hätte, doch, guck mal, ist das und das, hätte ich gesagt, Bruder, dann hab ich sich gelohnt. Ja, einfach so aus Spaß, weil wir gehen immer so miteinander locker und spaßig um. Aber was ist das hier für eine Beziehung? Alter, am Arsch. Ich wusste, wenn wir ein Spiel machen, dass du einen demotivierst. Ja, weil du asozial. So. Ja, weil du eine andere Frage so machst. Ja, okay. Ja. Und da habe ich gemerkt, sie ist nicht nur unterbelichtet und ungebildet, sie ist wirklich auch psychisch labil, meiner Meinung nach. Ja. Kann man so sein, Alter. Die ist von Wut am Heulen und dann wieder gleich normal und dann für die Kamera. Tschüss. Die hat mehrere Persönlichkeiten in meiner Wahrnehmung, weil sie so hin und her switcht immer. Kann man so Mensch sein, Alter? Weißt du, sie so nicht. So hat er das ja auch nicht gemeint. Der meinte das nicht abwertend hier, weiß es sowieso nicht. Sondern er hat das zu sich auch gesagt. Ich wüsste es auch nicht. Kokova, kennst du nicht, weißt du nicht. So, nee, wusste sie auch nicht. Haben wir ja gesehen. Oh Gott, ist die anstrengend, die Olle. Gott, ist die anstrengend. Okay. Und los. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen. Scheiß. I want to ride my. Weißt du, wie gefährlich das ist, Alter? Siehst du, wie gefährlich das ist? Was soll ich jetzt machen? Dass du das. Was war denn jetzt? Jetzt kriegst. Hä? Was war denn jetzt? Das ist doch krank. Wir machen nochmal 10 Sekunden zurück. Hä? Der ist doch ganz normal jetzt da lang gefahren und hat das Ziel erreicht, aber sie nicht. Weißt du, wie gefährlich das ist, Alter? Siehst du, wie gefährlich das ist? Die ist doch gestört, oder? Die hat sie doch nicht mehr alle. Was ist das denn? Was soll ich jetzt machen? Dass du das jetzt trägst. Da hätte ich ihr gesagt, und Fräulein, jetzt ist Feierabend. Aber er ist wie so Lusche. Sie sagt zum Alex, er sei ein Lappen. Da verrutschen jetzt meine Kontaktlinsen. Macht er das jetzt? Der macht das jetzt. Ich habe das gar nicht gesehen beim Durchsteppen. Alter. Der nimmt die. Der nimmt beiden Fahrräder einfach. Du wirst doch wohl diese zwei Dinger hochkriegen, oder nicht? Und dann mach die, du wirst doch wohl diese zwei Dinger hochkriegen, oder nicht? Bruder John, du tust mir leid. Retalk, die Olle ist gestört. Und sie macht dich fertig und erniedrigt dich. Und du checkst es nicht und trägst noch die beiden Fahrräder. Und du willst die Olle heiraten, Alter. Oh nee, wenn ich das schon sehe. Ja, was? Nee, echt wirklich. Hat doch Respekt. Ja, was für Respekt, Alter. Das hat nichts mit Respekt doch, zu tun. Doch, hast du, kleine Göre. Ja, alles klar. Mach das Scheiß alleine, wirklich. Oh mein Gott, das ist krank. Was hab ich jetzt gesagt? Oh Gott, ist die krank. Ist im Ernst. Was hab ich jetzt gesagt? Nicht, ich hab einfach nur ein gesagt. Mann hat die scheiß zwei Fahrräder zu schleppen, wenn ich doch schon nicht mehr kann. Eine Frau hat zu kochen. Genau, danke. Wenn man dann schon so, genau, hat er gut gekontert, dann hat eine Frau zu kochen, richtig. Aus der letzten Staffel hat auch beide genommen für die Frau. Und ich koche nicht. Ich kann es mir leisten, essen zu gehen, Punkt. Du ekliger Mensch. Ich kann es mir leisten, essen. Die widert mich immer mehr an, ne? Boah, die ist hart, die Olle. Die widert mich immer mehr an. So, also waren die zwei Fahrräder schwer für dich, willst du mir sagen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Valentinas Partyauslader überzeugt dagegen auch als Radlader. Wenn Valentina und John es schaffen, dass uns Freunde Alex und Vanessa sympathisch sind. Nee, keine Zeit für Küssen, komm. Okay, dann Alex, okay, ich mach weiter. Ich muss mich doch konzentrieren, dann will ich doch jetzt nicht küssen. Ja, okay. Ja, okay. Die gibt den gut Kontra, ja? Die gibt den echt gut Kontra, die Vanessa, dem Alex. Muss man sagen. Chill jetzt mal! Sag's dir los. Welchen Aggregatzustand hat Balsamico-Essig? Was sind das für Fragen, Mann? Können nicht irgendwas sagen? Welchen Aggregatzustand? Ja, flüssig. Ja! Sehr gut. Es dauert mir alles zu lang. Gas geben. Ja. Die gibt Gas geben. Vanessa? Das geht, das schaffen. Nicht schlecht. Husch, husch, bringt nichts. Das ist dann fehlt die Konzentration. Ja. Deswegen wollte ich atmen, mehrfach. Ja. Atmen. Ja. Zwei, drei Atemzüge. Ja, komm, ist gut jetzt.
Nein, ist nicht gut. Komm los. Die gibt den Kontra, ne? Aber so wie er es braucht und nicht auf die Assi-Schiene, wie es die Christina damals so gemacht hat. Ne? Muss man auch mal ehrlich sagen jetzt, ne? Und das. Wir schaffen das. Du hast dich gezogen. Was mach ich wieder? Nix. Ja. Weiter. Bin dir ehrlich, macht keinen Sinn. Wie soll das funktionieren? Sag mir. Wie soll das funktionieren? Hä? Was machst du denn da? Ich hör auf! Und warum ziehst du dich jetzt so aus, Alter? Was? Weil das spannend. Weil du wieder posen willst und sonst was. Was für posen? Wie soll ich so posen? Sie ist toxisch, ne? Das ist wie so ein eifersüchtiger Typ, ne? Wie damals, das bei Mike Zies und Michelle war, ne? Dass die sich halt ja nicht zeigen durfte und so genauso hier. Du willst wieder posen, du willst anderen Frauen gefallen und das. Tschüss, steht auch ein Eifersuchtsproblem, ne? Boah, die ist hochgradig toxisch in meinen Augen. Das ist doch nur ein Spiel. Nein, Alter, ich bin da hingekommen. Weißt du, wie schwer das war? Das Erste, was du sagst, ist, ich kann die Frage nicht. Schatz, Mann, was ist Nein. los? Was ist los? Sieh, wo du halt demotivierst. Komm, Schatz. Nein, lass mich in Ruhe. Du kannst dich nicht in mich hineinversetzen. Scheiß kannst du. Alter. Und jetzt wieder weggehen, wie immer, immer abhauen. Hallo, können wir... Nein, ich mein's ernst. Ich brech, glaube ich, ab. Du brichst ab. Warum brichst du ab? Kein Bock mehr. Bleib jetzt stehen. Nein. Guck mal, du guckst wieder nur auf dich. Du willst mich nicht verstehen, so wie es immer ist. Oh, das ist doch... Das ist so eine Typ... Das ist so eine... Oh mein Gott, das ist so krank. Also sorry, deine Aktionen waren einfach unter aller Sau aus meiner Sicht. Du willst mich einfach nicht verstehen. Ich habe panische Angst vor dem Fahrrad. Guck, okay? Allein das jetzt. Oh. Wieso hat der panische Angst vom Fahrradfahren, Bruder? Hä? Siehst du? Warum? Warum machst du das? Du verstehst mich nicht. Ist doch okay, du hast panische Angst. Nein, du verstehst mich nicht. Warum holst du jetzt? Nein, weil du mich nicht verstehst. Doch, ich verstehe dich. Ich wollte dich in den Arm nehmen. Ich habe gesagt, komm, wir kriegen das hin. Du liest die Frage vor uns vor. Du hast ein Wort immer vorliest, sagst du, weißt du sowieso nicht. Und ich will die Karte schon hinschmeißen. God. Was ist das, Alter? Hattest du genau die gleiche Angst wie ich? Ich gehe jetzt, Punkt. Siehst du? Oh Gott. Siehst du, ich wäre auch gegangen. Alter, die ist doch... Die ist hardcore gestört, die Alte. Ich länger zum Affen, sorry. Wenn du jetzt da reingehst von den Leuten, siehst du, das meine ich, du rennst immer weg, du kannst es nicht... Nein, aber man kann mit dir nicht normal reden und diskutieren, weil du gestört bist. Alter, das ist Nein, aber was willst du? Du willst immer da weiter lang gehen, dass die es hört. Was machst du jetzt hier gerade? Vor ganz Deutschland. Ja, ehrlich. Das ist wieder deine Sache vor ganz Deutschland. Siehst du immer vor ganz Deutschland, oh, immer alles. Hör mir doch einfach willst mal jetzt zu. Sendezeit oder was ist? Was ist das, Alter? Was ist mit dir? Wirklich? Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott. Nein. Aber John, ganz ehrlich, du kannst es nicht verstehen, weil sie krank ist. Ja, das ist ja eine irgendeine Persönlichkeitsstörung nach meinem Empfinden nur. Das ist nur meine Laienempfindung. Das ist nicht normal, das ist gestört. Und das kann man nicht verstehen. Und man kann mit solchen Menschen auch nicht normal diskutieren. Asozial. Kann man so was machst du jetzt gerade? Wie kann man so empathielos sein? Was ich gesagt habe, du kannst das Wort nicht, oder was? Lass mich in Ruhe. Ich will nur Sendezeit. Geh mal weg. Empathielos, Alter. Krank, Alter. Ich sag auch manchmal Sachen. Hau einfach Sachen raus. So, und das machst du genauso. Ja, aber mich nicht voll. Was soll das? Sag mal bitte. Wie sie das rumdreht. Sorry. Wie sie das rumdreht, manipulativ. Entweder du redest jetzt vernünftig oder ich bin weg. Nein, irgendwo reicht's mir auch. Nein, das hat nichts mit Drogen zu tun. Ich habe meine Prinzipien und hier ist ein Punkt angekommen, wo ich dann an den Cut setze. Ja. Entschuldige dich, komm jetzt hier hinten und entschuldige dich für diese Aktion gerade. Immer da entschuldige dich und sonst was. Hör doch jetzt mal nein, auf. Nein, wenn du dich jetzt hier nicht entschuldigst, dann gehe ich. Keiner muss sich entschuldigen. Nein, dann gehe ich. Entschuldige dich jetzt, sonst gehe ich. Hey, was redest nein, du? Nein, komm. Kein Bock drauf. Was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott. Echt lächerlich. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe dir gesagt, komm mit mir rein, wir ziehen das durch. Bist du dir sicher, habe ich gesagt. Sonst gehen wir da nicht rein. Wenn du so weitermachst, gehe ich. Dann siehst du mich nie wieder in deinem Leben, das schwöre ich. Wie die sich gegenseitig drohen. Ich möchte aber noch mal festhalten, ne? Die wollen heiraten, ne? Auspacken, wie du gerade mich hier öffentlich darstellst. Dann wirst du sehen. Das Problem ist, er stellt dich nicht öffentlich so dar. Du stellst dich selber so dar, als keine Ahnung wer, als der Teufel in Person, ey. Ich meine das ernst, wenn du gehst, mach ich Schluss. Oh mein Gott. Ey, John, ich kann nur sagen, lauf. Jetzt kommt er wieder. Jetzt spielen die... Ah, einer weg! Was ich gemeint hab. Oh mein Gott. Hi. Hi. Hello. Hi. Komm, Schatz. Komm. Oh Gott, ich muss kurz was zu trinken holen. Oh Gott. Wenn ihr eure Würstchen wollt, die sind jetzt drauf, ne? Halt's Maul. Keine Ahnung, ob das alles so eine gute Idee war, hier reinzugehen. Nee, war's nicht. Ihr habt euch schon bereits in der ersten Folge komplett selber zerlegt. Egal, was ihr macht. Ne?
Merkst du es nicht? Ja, ich kann aus der Situation gerade nicht raus. Ich fühle mich gerade unfassbar unwohl. Und du kannst nicht aufhören. Du kannst dich einmal runterschlucken und einmal gut sein lassen. Ja, einfach bitte nicht schuld. Oh Gott, mit der ist gar keine normale Diskussion möglich. Alter, die ist sowas von... Aber was heißt denn schuld? Du machst... Ich mach meine Haare. Jan, so, man merkt, dass bei dir wirklich noch nicht Hopfen und Malz verloren ist, was bei ihr wirklich ist. Du brauchst eine Frau auf Augenhöhe, eine Frau, die reden, diskutieren kann und so weiter. Das merkt man ja, dass ihr beide wirklich auf unterschiedlichen Niveaus seid. Das muss man einfach mal so sagen. Und das kann man auch nicht mehr schön quatschen, ja? Real Talk. Ich denke, dass wir bei gewissen Leuten vielleicht auf der Nominierungsliste ganz oben stehen. Im Sommerhaus steht die erste Spielsiegersalbung an. Ja! Und wer hat gewonnen? Pia und Siko. Ihr habt dies in der schnelleren Zeit geschafft. Somit seid ihr vor der kommenden Nominierung geschützt. Oh, krass. Krass. Das ist unserem Ziel auf jeden Fall ein Stück näher gekommen. Das ist super erleichternd. Also, ja, freut mich. Scheiße, also, du willst die Ersten sein. Und gerade wenn ja, aber nicht jeder kann der Erste sein. Ne? Und dann war die Nominierung, diese Undercover-Nominierung. Wer thront ganz oben auf der Scharfrichterskala? Genau, das gucken wir uns jetzt noch an. Liebe Stars, hier die Ergebnisse des heutigen Stimmungsbarometers. Edith und Erik, eine Stimme. Claudia, Max, zwei Stimmen. Vanessa, Alex, zwei Stimmen. Valentina und Jan, drei Stimmen. Valentina und Jan, ihr habt die meisten Stimmen gegen euch. Damit seid ihr bei der kommenden Nominierung am stärksten gefährdet, das Haus verlassen zu müssen. Ich würde mich sehr freuen, wenn die... Und hier Vanessa und Alex... Tina und der Jan, die Koffer packen und gehen. Schnell. Ganz ja, klar. Schnell. Und wer war's? Also wir waren es nicht. Crazy, Alter. Auch zwei Stimmen. Okay. Ich hab nur gelesen. Spare dein komisches... Alex, spare dir das. Oh, wie sie immer provoziert, ne? Mal, die wir versucht, hast du ja, gehört? Ja, ja. Die provoziert gerade hinten. Wer? Wieso? Keine Ahnung. Niemand hat mit dir geredet oder so. Lass es einfach. Alex, lass es einfach. Schau mal durch. Echt? Alter. Die macht jetzt ihre Taktik. Lass doch. Ja, die lässt immer ihre Wut an anderen raus. Jeder Blinde aus dem Flugzeug, dass man da auf Zwang versucht, jetzt irgendwie mich aus der Reserve zu locken. Ja, das stimmt. Damit ich dann vielleicht laut werde und dann kann man später mit dem Finger auf mich zeigen. Genau. Und behaupten, der misogyne, toxische, unterdrückende Mann hat das die stimmt. arme kleine Maus angeschrien. Votet ihn bitte raus, weil er aggressiv ist. Aber weißt du, die Leute trauen sich halt nicht ins Gesicht zu sagen. Das ist es ja immer, aber das kennst du doch, oder? Du mir scheiße, Karl. Lappen Alex, wirklich richtiger Lappen. Dein Mann und ihr selber beide seid Lappen, ja, Retalk. Schatz, komm, wir gehen da mal hin. Zu wem? Zu Alex. Und jetzt, ihr Hündchen, komm, wir gehen da mal hin, Schatz, zu Alex. Gewählt, einer von euch rein? Wie, was, ich hab heute Würste für euch gemacht, ihr ignoriert mich. Hab ich gefragt, da rein. Hab ich gefragt, ob du mir Würste machst? Aber warum soll ich Würstchen von dir annehmen? Weil das menschlich ist zu essen. Warum bist du menschlich, wenn ich gesagt habe, du hast meine Verlobte respektlos behandelt? Warte mal kurz. Ich habe dir gesagt, du hast meine Verlobte respektlos behandelt. Ihr behandelt euch gegenseitig respektlos. Deine Verlobte behandelt dich wie ein Stück Scheiße, Jan. Rita, du solltest für sie nicht in die Bresche springen. Ja, die... Du bist gegangen. Wer bist du? Jan. Jan. Wer bist du? Der angeblich respektlos war. Doch, du warst, respektlos. Guck dir doch mal deine Story an. Ich wollte dich gestern fragen, warum du Lügen erzählst. Siehst Kannst du rennst guck, wieder du weg. Wieder. Er geht, weil sie echt seine persönliche Grenze überschreitet. Ich würde du auch gehen. Du hast kein Argument. Du gehst wieder. Es was? Ist ein Fakt. Bleib doch hier. Es ist ein Fakt. Ich wurde vom Dann mach mir morgen wieder Würstchen und sei beleidigt, wenn ich keine annehme. Weil ich werde von dir keine Würstchen und keine oh Almose annehmen. Dann steck dir deine Würste in den Arsch. Alter, Retalk. Wenn du dich nicht bei meiner Verlobten entschuldigt hast. Oh, halt's Maul, ey. Kannst du auch nicht darüber reden, oder? Warum kann man da nicht darüber reden? Warum gehst du denn jetzt? Immer abhauen. Verstehe ich nicht. Alex hat einfach keine Ahnung. Der geht, aber du gehst doch auch bei der Situation, wenn die Valentina wieder einen durch hat, gehst du auch. So, Alex geht auch, weil ihr beide einen durch habt. So, oh, oh Gott. Ja, Mann. Das reizt, es nervt. Ja, glaube ich, glaube ich. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dieser Typ hat mich vor dem TV-Business angeschrieben, auf Instagram wollte ich treffen. Okay. Habe ich Abfuhr gegeben. Weißt du, was ich meine? Ja. Lappen. Signor, als Lappen beleidigt. Was? Als Lappen. Dich? Ja, von ihr muss ich mir das anhören. Wer, Valentina? Ja, jetzt gerade. Echt? Mhm. Lappen. Ja, dabei ähnelt ihre... Nein. Nein. Doch. Ja. Können wir sagen. Können wir sagen. So, du kannst nicht normal reden, oder? Kannst du nicht, ne? Putz die Zähne.
Siehst du? Du kannst nicht normal reden. Alter, diese Frau, ne? Diese Frau, ne? Kann man so respektlos sein? Einfach gehen. Der Can hat's aber auch nicht mehr alle, ne? Putz mal deine Zähne und dann sehen wir weiter. Wer sind die beiden? Was denken die beiden, wer die sind? Kannst du jetzt nicht, oder? Ich hab mit dir nichts zu besprechen. Warum nicht? Warum rennst du denn immer weg? Weil das lächerlich ist. Was ist denn lächerlich? Ich geb dir keine Plattform, das ist kindisch. Ach, du gibst mir keine Plattform? Richtig. Wenn, dann geb ich dir eine Plattform, weil du bist ein Du hast mich gerade als Lappen beleidigt. Das zeigt deinen Charakter, das zeigt deine Werte, die du nicht hast. Du hast mich auch als Mobberin beleidigt, oder nicht, in der Öffentlichkeit? Wo ist sie mir hier gelandet? Ja, das fragen wir uns alle. Das ist wirklich ein Irrenhaus, ey. Ja, das ist Valentinas Irrenhaus. Kindergarten! Meine Fresse, Alter. Wie geht's weiter? Nächste Woche. Du bist ein kleiner Mann, der ihr hinterherläuft. Ja. Fremdgänger bist du. Du bist ein Rotzlöffel. Ja. Du bist hier das Falscheste von allen, Alter. Ja. Sendezeit! Sendezeit! Das ist menschlich auf jeden Fall unterirdisch. Hallo! Liebe Bruder, schrei mich nicht an, was los ist hier? Du wirst sowieso verlieren gegen mich. Oh Gott, wie Psycho, ey. Das ist mir einfach zu viel. Hampeleien. Oh mein Gott. Vertraust du mir total auf! Halt jetzt die Fresse und hör auf, mich zu beleidigen. Entscheidungen. Welcome to reality, baby. Ja, Freunde der Sonne, das war die erste Folge Sommerhaus der Psychosen. Und es ist wirklich so, dieses Sommerhaus der Psychosen, es ist wirklich so, oder? Da messe nichts, Freunde. Was soll ich zu all dem sagen? Viel wichtiger ist, ich habe alles gerade gesagt. Was sagt ihr zu all dem? Welche Beziehung ist für euch unangenehmer? Valentina, Can, Ricarda, Maurice und oder Alex und Vanessa? Ich weiß schon, wie das Ergebnis ist, weil ich glaube, wir denken da zu 90% alle gleich. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Donnerstag, 20.15 Uhr oder 21 Uhr, so auf jeden Fall am Abend. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeklickt habt. Abonnieren nicht vergessen noch schnell, wenn es euch unterhalten hat. Und bewerten. Dann bis nächste Woche. Pimmeln in die Kommentare. Ich hab euch lieb. Bis dann. Tschüss zusammen.